7.990 Euro. Ein DS3. Ja, von DS, Citroën DS3, schick mit Klimaautomatik. Und da steht er wirklich schön im Lack. Hat vorne noch LED-Tagfahrlichter mit drin. Das ist so die Front, so sieht's aus. Ja, ein Designobjekt, die Marke DS bei Citroën, das ist Design und schick pur, oder? Genau, das ist die Edelmarke von Citroën und ist auf jeden Fall, spricht absolut für Design. Dieser DS3 heißt von der Ausstattung her schick und da ist auch der Name schon Programm. Also der ist wirklich schick, kommt schick daher. Genau, ist ein Kleinwagen, das heißt hiermit finde ich sehr leicht auch einen Parkplatz. Ja, der ist sehr kompakt und auf jeden Fall übersichtlich von der Länge her. Also der ist optimal für die City auch. Schwarzmetallic? Ja, genau. So, was auch schick ist hier die ganzen Chrom-Applikationen. Das heißt, also hier habe ich einen Kleinwagen, verzichte aber nicht auf Luxus so ein bisschen. Das werden wir gleich auch innen sehen. Ich habe also nicht so, ich sag mal, ich selber habe ja einen VW Up zu Hause noch vor der Tür stehen, beziehungsweise einen Seat Mii, der dort steht. Und naja, das ist ein kleiner Wagen, hat glaube ich damals gekostet 8.000 Euro und genauso fühlt man sich auch drin, er fährt. Aber hier hat man Luxus, oder? Ja klar, da ist das Ankommen nicht unbedingt die oberste Priorität. Da ist auch ein gewisser Komfort noch mit dabei, ein schönes Design und dafür steht die S-Marke eigentlich schon von jeher. Ja, die Linienführung ist richtig toll, man sieht keine C-Säule mehr. Das ist praktisch, die geht irgendwie unter. Die geht in Tür und Fensterrahmen quasi mit unter und haben sie schon ganz schön gelöst wie in Frankreich. Ja, das ist gut gemacht. So sieht er auch von hinten aus. Marke DS. Da ist er. Sportlich kommt er daher. 7.990 Euro. Was ist da für ein Motor drin, Thomas? Der hat einen 95 PS Benziner drin. Der läuft auch ganz ordentlich, ist schön sparsam. Und keine Sorgen zu machen, Euro. Nee. Ist der Stuttgart nicht da? Ach, vorher. Das betrifft ja in erster Linie die Diesel. Und auch da ist Euro 5 aktuell noch nicht auf dem Tisch. Also da so. Braucht er keine Angst zu haben. Die tollen Leichtmetallfelgen, die werdet ihr nicht abschrauben, wenn der Besitzer kommt, der neue? Nein, die bleiben drauf. Ebenso wie alles andere, was am Auto, im und um am Auto dran ist. So, auch hier bitte einmal öffnen für mich, dass ich mal kurz reingehen kann. Das ist ein Dreitürer. Die Türen öffnen unglaublich weit. Du musstest schon eben gucken, dass wir nicht an das andere Auto dran stoßen. Das ist auch ein Riesenvorteil. Also unglaublich groß öffnende Türen. Haben viele Dreitürer. Ja, da kommst du sehr gut rein und raus und musst den Kopf nicht allzu sehr einziehen, weil die Dachlinie auch nicht zu tief ist bei dem Auto. Ja. Und ist auch von daher, auch wenn man mal ein bisschen ins Alter kommt oder hat so die ein oder anderen Kreuzprobleme, da kannst du auch noch relativ gut ein- und ja, es hat einen speziellen Griff, wenn du den mal kurz betätigst. Oben, da kann ich einfach den Sitz umlegen. Genau. Das geht sehr einfach. Er fährt automatisch auch zurück. Das heißt, wenn ich die Kids einladen möchte, bitte nur einmal hin und her machen, dass man das mal sieht. Das heißt, ich fahre jetzt hier zurück und fahre. Genau. Und das ist automatisch verriegelt. Wenn ich dann wieder hochgehe und den Sitz wieder reinmache, fährt er genau in der Position zurück, wie er eingestellt war. Natürlich, richtig? Natürlich. So ist es. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal den Sitz neu. Um Gottes Willen, nein. Gibt es auch, aber ist bei ihm nicht so. So, dann sei es lieb, steig mal ein auf der anderen Seite. Gucken wir uns das Auto mal von innen an. Er hat eine Bicolor-Ausstattung hier mit drin. Das Ganze ist entweder silber oder grau. Als Bicolor hat er elektrische Fensterheber. Er hat cooles Design. Ich habe noch nie im DS gesessen, muss ich dazu sagen, fairerweise. Die laufen auch nicht so extrem oft rum und wir kriegen sie auch nicht so oft, also die Franzosen bleiben oft auch ihrer Marke treu oder die DS-Fahrer. Aber jetzt mal jemand doch mal für einen Hyundai entschieden und deswegen haben wir so einen DS auf dem Hof stehen. Ja, also aber was hier blinkt übrigens über das Display, im Original blinkt hier gar nichts, die Kamera hat ein bisschen Synchronisationsprobleme. Also wenn ihr irgendwas blinken seht im Moment, jetzt ist es auch stabil, das hat ein bisschen was mit der Sonne und der Belichtungszeit zu tun. Also das steht absolut still. Man hat also hier eine komplette Steuerung, das kenne ich noch von meinem Peugeot. Source und so weiter direkt am Lenkrad dran. Das, wenn man das weiß, auf der rechten Seite, guck mal gerade dahinter. Ja. Siehst du es? Genau. Und da kann ich komplett das Radio bedienen. Da kann ich das Radio bedienen. Sender, Vorlauf, ich kann die Lautstärke, die Quellenwahl auswählen. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal ein Tempomat mit Limiter auch. Okay. Wobei der Limiter, den benutze ich öfter, weil der spart den Führerschein ein bisschen. Ja. Das ist so. Wenn du es mal kurz erklärst, was ein Limiter ist? Limiter heißt, ich gebe einfach die Geschwindigkeit an, die ich nicht überschreiten möchte. Hier zum Beispiel, guck mal, da ist gerade die 47 drauf mit Limit. Das ist das Auto, du kannst Gas geben, der fährt nicht mehr schneller als 47. Ja, in der Stadt ganz praktisch. Das heißt, ich drücke nur auf den Knopf, der merkt sich die aktuelle Geschwindigkeit und du kannst dich versehentlich drüber, zum Beispiel in der Baustelle, in der Autobahn. Ganz genau. So.
So ist er, hat einen riesen Handschuhfach mit dabei, ist immer noch ein Kleinwagen, muss man sagen. Man fühlt sich aber drinnen also viel, viel größer an, oder? Ja, absolut. Er ist vom Raumgefühl her sehr großzügig. Das Armaturenbrett ist relativ weit nach vorne gesetzt. Es gibt natürlich, wie bei den Franzosen, oft so eine tolle Jimmix wie eine Duftpatrone. Erspart Duftbäumchen. Echt, die ist mit drin? Die ist mit drin. Genau, die kann man auch nachkaufen, glaube ich, direkt bei DS. Und das ist mit drin. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt nämlich auch hier ein 5-Gang-Schaltgetriebe und wir haben eine ganz tolle Mittelkonsole, die einem wirklich das Leben sehr leicht macht. Hier kann ich nämlich meinen Arm ordentlich ablegen. Mach mal bitte. Ja. Du hast halt eh nichts zu tun, ja, und deswegen musst du ein bisschen relaxen. Spaß beiseite. Habe ich nichts dagegen, ja. So, da ist es. Ja, wir steigen mal aus. Ablagefach. Genau, Ablagefach ist mit drin, zeige ich mal gerade. Mhm. 12 Volt, AUX ist hier in der Mitte mit drin, falls ich noch ein Gerät anschließen möchte, ein Handy und so weiter und so fort. Es gibt auch spezielle Adapter, die kann ich hier vorne reinstecken, die habe ich selber im Einsatz. Da kann man das Handy magnetisch einfach befestigen, das geht sehr einfach. Der Spiegel innen ist automatisch abblendend. Richtig, Überlichtsensor, ja. Überlichtsensor. Mhm. Ja, auch der Dachhimmel ganz, ganz schick. Also man hat hier wirklich schick ins Auto rein. Ich meine, wir reden jetzt hier bei 7.990 Euro. Mhm. Wir gehen nochmal kurz raus. Ja. Filme ich mal ganz kurz die Daten ab. Dass wir die mal haben. So, er ist 8-fach bereift, hat Winterreifen mit drei. Ja. So, dann haben wir Einparksensoren hinten, eine Klimaautomatik, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Fahrer- und Eilfahrer-Airbag, Lenkrad höhenverstellbar und so weiter und so fort. Durchschnittsverbrauch ist hier kombiniert bei 5,8 Liter, außerorts um die 5 Liter. Der Barpreis 7.990 Euro. So, du hast den Motor schon mal aufgemacht. Ja, sieht sauber aus, oder? Ja, wenn man überlegt, das Auto ist 7 Jahre alt. Also nicht jeder Motorraum sieht nach 7 Jahren noch so gepflegt und sauber aus. Ist 7 Jahre alt? Ja, das ist von 2012. 2012. Er sieht aber wirklich schick aus, muss ich sagen. Ich glaube, das war die Zeit 2012, ich glaube 2010 kamen die raus mit den ersten DS, die da waren. Und das ist dann schon wahrscheinlich das Folgemodell. Ja, da steht er jetzt. 7.990 Euro, da hast du mal nachgeschaut bei Mobile. Wie ist der bewertet? Der liegt eigentlich gut im Preisfeld mit dabei. Wir hatten den aktuell zum Schnäppchenpreis ein bisschen angepasst an den Markt. Hat ursprünglich mal bei 8,5 gelegen und jetzt haben wir den in der Marktsituation wieder angepasst und liegen wieder im guten Schnitt mit dabei. Gut. Ja, ihr nehmt auch Fahrzeuge in Zahlung. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen habe, zum Beispiel jetzt einen Golf 6N oder sowas, egal welches Alter, ihr guckt euch das Auto an. Ihr habt doch wirklich alte Autos, die ihr in Zahlung nehmt. Ja, wir nehmen also, wie gesagt, alles, was Räder hat und ich meine, jeder hat irgendeinen fahrbaren Untersatz und will irgendwann was Neues haben und da hat er bei uns eine richtige Anlaufstelle. Ja, es gibt was Tolles, es gibt die E-Best, ich sag mal Garantie, Gebrauchtwagen mit Sicherheit bedeutet 12 Monate Mobilitätsgarantie, egal ob ich das selbst verschuldet habe oder auch nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet im Pannenfall, kann ich bei einer Hotline anrufen, bekommen kostenlos durch Hyundai ein ADAC geschickt. Das heißt, Pannenhilfe vor Ort bzw. abschleppen, wenn es nötig ist, ist kostenlos mit dabei für ein Jahr. Ja, ihr habt die Fahrzeuge aufbereitet, geprüft, ihr kennt die Autos, ihr gebt ein Jahr Garantie, das ist gesetzlich, muss man dazu sagen. Aber ihr macht aber auch den TÜV neu. Wir machen TÜV neu, wir machen die Inspektion neu, wenn sie nicht noch vom Vorbesitzer aus aktuell gültig ist. Also im Prinzip ein Grund um sorglos Paket, auch bei Gebrauchtwagen. Super, wo findet man dich? Wir sind in Saarbrücken-Burbach in der Gerhardstraße 9, bei der Firma Hyundai Autohaus Schumann. Aber Gebrauchtwagen haben wir von allen Marken da. Genau, von allen Marken, denn ihr nehmt auch welche in Zahlung. Du kaufst doch ab und zu mal welche an? Ja, machen wir auch. Wir haben zum Beispiel auch eine neue Adresse, die heißt schumannkaufdeinauto.de. Und wenn jemand sein Auto einfach nur verkaufen möchte, weil er keinen Bedarf mehr hat, Dienstwaren bekommen hat oder was auch immer, kann er sich gerne darüber einloggen, kann sich schon mal einen Vorabpreis für sein Auto nehmen und dann gerne einen Termin für Bewertung bei uns vereinbaren. Thomas Jakobs, wenn Sie Interesse haben an diesem tollen DS3 für 7.990 Euro in Luxusausstattung, also mal ein bisschen mehr Luxus, wo vielleicht auch der Nachbar auch mal guckt und sagt, hey, cooles, das heißt, der war, als er neu war, richtig teuer, oder? Der hat schon ein paar Euro gekostet, definitiv. Die DS sind keine Schnäppchen, also die sind schon im höheren Preissegment bei den Kleinwagen. Genau, aber auch zu Recht, Sie haben Luxus. Absolut. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Thomas. Jakobs vom Autohaus Schumann. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, einfach kurz anrufen. Die Rufnummer? 0681 99 19 900. 99 19 900. 99 19 900. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.